What significance does modern making have for architecture in the 21st century? Where does its future lie? And how should we be thinking about it in the digital era? Here, Hans Sachs of Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, University of Applied Sciences and Arts, Milena Stavridge of TU Graz, and architecture students Fabi Braun, Nicolas Keuschnick and Sandra Sulzer talk to us about model making today. Wie der Wandel von dem Modellbau einen Wandel auf die Architektur hat, also wie sehr der veränderte Modellbau durch die Möglichkeiten, die man jetzt hat, Einfluss auf die Architektur auch hat. Ich denke aber grundsätzlich, dass natürlich diese digitalen Methoden auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, wenn wir über digitale Fabrikation nachdenken, aber auch Interfaces, also die Interaktion von Menschen mit Architektur über digitale Mittel und aber auch die Sammlung von Daten und diese Verarbeitung von Daten über Algorithmen, dass wir da grundsätzlich natürlich ganz anders arbeiten. Was den Modellbau angeht, glaube ich, dass das spannendste Thema eigentlich ist, wo wir Digitales mit Material verknüpfen und damit eigentlich neue Lösungen schaffen. Und das aus dem Modellbau heraus, weil wir müssen es mit Materialien ausprobieren. Wir kommen später nochmal zur Komplexität auch, wie wir bestimmte Dinge einfach heute noch nicht simulieren können, noch nicht optimieren können mit Computern, die tatsächlich im Modellbau passieren können. Da geht es um die verschiedenen Sinne. Da geht es um die Wahrnehmung von Raum, Material, auch vielleicht auch Geruch und solchen Dingen. Und ich glaube, da haben digitale Mittel noch nicht die Lösung, aber in anderen Bereichen bringen sie ganz viele neue Impulse und Möglichkeiten. Und ja, ich denke, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Vielleicht ich würde dazu noch einfach sagen, dass eigentlich diese digitale Techniken ermöglichen ziemlich schnell, dass man auch in Architektur viele Dinge ausprobieren kann. Ja? Und nicht nur sagen, okay, vielleicht diese ist möglich und diese ist nicht möglich, kann man durch diesen Modellbau und diese Techniken auch gleich probieren, kleinere Modelle machen und wieder zurück in diese 3D-digitale Welt zu tauchen und dann später zum diesem Maßstab 1:1 zu gehen in Architektur. Das bedeutet, dass einfach immer vice versa. Ich denke, Architektur auch durch diese Techniken vielleicht manchmal man entdeckt und da erkennt bei vielen oder einigen Projekten genau, welche Methoden hat man im Modellbau benutzt und später nur irgendwo diese transponiert in einen anderen Maßstab. Und das ist etwas, was denke ich auch, das ist große Potenzial auch von Modellbau mit verschiedenen Techniken und in verschiedenen Maßstäben. So, ich bin ja schon so lange dabei, dass ich noch weiß, dass man eine Zeit lang das Gefühl gehabt hat, jetzt, wo wir den Computer haben, brauchen wir keine Modelle mehr. Jetzt geht das alles 3D im Computer und das ist ja so super. Das war so ein bisschen wie das papierlose Büro, dass man gedacht hat, wir können uns das alles sparen, weil man kann das alles perfekt simulieren und dann direkt machen. Und davon hat man sich schon längst wieder verabschiedet. Dass sich das gegenseitig befruchtet, das Digitale und das Physische, da sind sich die meisten einig, dass das eben genau die Sache ist, dass das so sehr gut zusammengeht. Aber vielleicht möchte ich trotzdem noch mal auf das, warum hat man sich damals so getäuscht? Oder wo ist man da drauf gekommen, dass man gemerkt hat, nur am Computer die Dinge ausprobieren, diese 3D-Modelle am Computer, dass das nicht ausreichend ist? Weil ich denke, das ist ganz diese Präsentation. Früher, wir haben einfach nur zweidimensionale Papier gehabt und alles war notwendig, wirklich zu präsentieren mit Hilfe von irgendwelchen Schnitten oder Ansichten. Und ganz diese Präsentation von diesem geometrischen Körper, wenn du irgendwelche Kegel oder Durchtrennungen hast oder
jede einfach komplizierte Konstruktion war wirklich aufwendig, von dieser konstruktiven Geometrie alles auf 2D-Papier zu bringen. Und heutzutage, das alles ist einfach repetitive einfach Funktionen, wo du immer einfach gleiche Regel auch benutzt. Und heute mit Computer kannst du diese 3D-Schnitte oder diese Modelle viel schneller und effizienter natürlich machen. Und gleichzeitig kannst du präsentieren, kannst du etwas darstellen, kannst du auch räumlich besser verstehen, weil kannst du von allen Seiten dieses Objekt betrachten. Und das ist etwas, was natürlich, man hat plötzlich eine andere Tools gehabt für diese Präsentation und dann, man hat gleich geglaubt, ja, jetzt einfach ist Lösung für alles. Aber diese tiefere Verständnis natürlich war für vielleicht eine Generation selbstverständlich, weil man hat auch diese Weg lang einfach gemacht von dieser Präsentation, für diese Schnitte und so weiter, für diese geometrische Konstruktion und für uns war wirklich ein großer Schritt. Aber jetzt gehen wir natürlich zurück. Jetzt heutige Generationen vielleicht, sie beschäftigen sich nicht so viel mit Geometrie und deswegen sie benutzen nur fertige einfach Tools, wo sie das die Körper einfach machen und das ist selbstverständlich, dass etwas geht. Ja, und deswegen jetzt einfach dieser große einfach Diskurs gekommen, weil die Profi auch einfach, sie haben verstanden, dass auch diese Modelle sind nicht hundertprozentig selbstverständlich und dass die viele sind nicht genau richtig 3D-Modelle. Und dass es gibt ganz viele Dinge, die überhaupt nicht funktionieren, weil dieser Mangel von dieser geometrischen Kenntnisse ist noch vorhanden. Und deswegen denke ich mir, das ist diese, meine Meinung, diese große jetzt zurück einfach zu diesem Modellbau, dass man mit Modellbau wirklich probiert und sieht, ob diese wirklich Modelle funktionieren. Ich glaube auch, um da anzuschließen, ich glaube, da gibt es so zwei Ebenen. Es ist die eine Idee, ich glaube, auf die du, Urs, gerade raus wolltest, dass man eigentlich die Idee hatte, man kann jetzt alles simulieren, was vorher im Modell war und es ist alles möglich zu zeigen, über digitale Methoden, über irgendwelche immersiven Projektionen zum Beispiel oder neue Technologien, wo dass man die Gebäude auch begehen kann und dass man eigentlich eine viel größere Flexibilität hat, viel besseren Zugang und dass das alles dann das Modell überflüssig macht. Ich glaube, dass man auf gewisse Art und Weise, das hatten wir gerade schon angedeutet, die verschiedenen Sinne und die Materialhaftigkeit dort oder auch Impulse, die durch, ich sag mal, durch Fehler, die gemacht werden oder die im Modellbau passieren oder durch Materialkombinationen, die dann vielleicht wieder ganz neue Impulse geben. Das muss nicht genau zu diesem Material führen, später im gebauten Gebäude, aber es gibt mir Impulse, die man vielleicht unterschätzt hat. Das ist das eine. Also einmal die Komplexität der verschiedenen Sinne, auf die ein physisches Modell wirkt. Andererseits aber, glaube ich, hat man unterschätzt, was für neue Dinge dazukommen. Also mit neuen Technologien, was die Steuerung, was Licht angeht, also im Modellbau gibt es mittlerweile auch sehr viel Interaktivität, wenn wir da an das Interactive Architecture Lab an der Bartlett gucken und da kommen ganz viele neue Gimmicks, Materialien, aber auch Technologien mit dazu, die ich natürlich über den Modellbau auch ausprobieren will und vielleicht nur kann in der Art und Weise. Ich bin nochmal auf ein Zitat zurückgekommen von Chup Fremat. Der hat ein Buch über den Crystal Palace geschrieben und wir haben das, glaube ich, auch bei uns im Artikel mit drin. Der beklagt sich ein wenig darüber, dass in der aktuellen Architekturkritik, das ist jetzt vor 30 Jahren oder so, deswegen weiß ich nicht, inwiefern es heute noch genauso anwendbar ist, aber der beklagt sich darüber, dass eigentlich der Blick der Architekturkritik nicht auf den Prozess des Bauens oder nicht so stark auf den Prozess des Bauens geleitet wird, sondern sehr stark immer auf das finale Gebäude. Und vor dem Hintergrund dieser neuen Technologien, also der Möglichkeiten mit Präzision, mit Simulation, mit Optimierung, aber auch mit ganz neuen Materialien ganz anders zu arbeiten, lenkt den Blick vielleicht nochmal sehr viel mehr auf den Prozess und lässt vielleicht im Endeffekt auch ein finales Gebäude viel mehr wie ein Modell erscheinen, weil es vielleicht nicht zu Ende sein darf und oder muss oder dass so ein Gebäude vielleicht auch wandelbar wird, ja, wie es ja schon Theoretiker im letzten Jahrhundert auch schon angedeutet haben. Und ich glaube, diese Prozesshaftigkeit ist so ein wichtiger Punkt. Und dann das Zusammenkommen von digital und analog, aber auch verschiedenen Disziplinen am Modell, das führt dann zu neuen Impulsen. Und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Louis Kahn hat, glaube ich, gesagt, dass wenn man glaubt, man hat quasi alles
bevor man anfängt zu bauen, schon gelöst, dann liegt man immer falsch. Your answers aren't true, ist, was er da sagt. Ich glaube, ein Faktor vom Modellbauen ist immer, dass man, indem man eben diesen Bauprozess, auch wenn es nur verkleinert ist, mal durchläuft, dass man da auf ganz viele Dinge stößt, die man vorher nicht bedacht hatte und die einem dann erlauben, diesen Entwurf dadurch weiterzuentwickeln, eben zu bessern. Mhm. Natürlich auch wieder, was man dann als Modellbaugerät nimmt, spielt dann eine Rolle. Also je nachdem, wenn man was 3D druckt, dann kommt man auf ganz andere Themen, und wenn man was mit dem Lasercutter macht. Also, das ist vielleicht auch was, worüber man jetzt sprechen könnte. Auch da ist ja dann die Wahl der Waffen entscheidend dafür, welche Probleme man lösen kann und antizipieren kann. Modell überhaupt ist ja als Begriff, das ist ja eine vereinfachte Wirklichkeit. Eigentlich geht es ja beim Modell darum, dass man die Wirklichkeit abstrahiert oder vereinfacht und auf die Art und Weise einen bestimmten Aspekt genau beleuchten kann. Die räumliche Qualität oder das Fügen oder eigentlich ist es eine Art von Prototyp. Also wenn man mit anderen Worten arbeiten würde, ist es ein Prototyp oder ein Proof of Concept oder alles Mögliche. Das kann man jetzt sehr unterschiedlich betrachten. Und all das ist in der Architektur halt unter dem Begriff Modell zusammengefasst. Ja, mir fällt da noch der Begriff, wir hatten das auch sehr stark betont im Artikel, das Digital Crafting, das digitale Werken. Also als Methode, wie man sich mit den Technologien, mit Material auseinandersetzt, und das sollte ein offener Prozess sein. Es muss eigentlich, das Modell ist eine Skizze, also eine physische Skizze und ein offener Prozess, der sich bis zum Schluss wandelt und vielleicht darüber hinaus eines Entwurfsprozesses. Und wahrscheinlich mir, und da kommen wir wieder zu dem, was Urs auch gesagt hat, wahrscheinlich, also Louis Kahn war das, glaube ich, als Beispiel, ne? Dass wir viele Dinge tatsächlich in ihrer Komplexität, Toleranzen, Material, auch Materialveränderungen, Temperaturen, also Umwelteinwirkungen, nicht immer ganz so simulieren können bisher, wie wir das wollen. Und vielleicht ist es ja, wir können ein bisschen provokativ damit umgehen, vielleicht ist es ja ein Ziel für die Zukunft, sowas zu schaffen. Aber ich kann es mir gerade noch nicht vorstellen. Was ist denn heute der Stellenwert, wenn man so will, des analogen Modellbaus in der Architektur generell und in der Architekturausbildung? In meiner Beobachtung, und ich komme ja auch so ein bisschen um, habe ich das Gefühl, dass die Lasercutter das analoge Modell, also dass aus dem Digitalen ein Boom für das analoge Modell entstanden ist, dass da viel mehr und auch in viel höherer Qualität gebaut wird. Aber die Frage ist doch auch, Urs, was verstehen wir da unter Qualität? Und wenn wir über Präzision sprechen, über Detailtiefe, ja, über Möglichkeiten vielleicht auch mit Materialien zusammenzubringen und zu fügen, dann habe ich natürlich schnell eine höhere Qualität. Und das hat ja auch diese Euphorie ausgelöst, jetzt schon vor mittlerweile 2 Jahrzehnten, als diese neuen Geräte kamen und man plötzlich Dinge machen konnte, die man vorher nicht machen konnte. Wegen auch der Nachhaltigkeit. Ich kann mich erinnern, im zweiten Semester, ich bin jetzt im ersten Semester Master, da haben wir so viele Modelle gebaut und es ist so viel überblieben und also von den Restmaterialien sind dann halt in die Tonnen gekommen und keine Ahnung, auch nicht getrennt worden. Und es war nie irgendwie, also eher selten so das Probieren, sondern ihr müsst das haben mit 1:50, es muss hübsch ausschauen. Ja, ich war nie so dann begeistert vom Modellbauen. Aber ich denke, es ist nur die Frage, wie nimmst du diesen Modellbau? Wenn kommt einfach als Präsentation, normalerweise bringt viele Projekte, irgendwo, du machst ganze Projekte und dann machst du noch dazu ein Modell. Ja, ganz am Ende, dass du präsentierst diese, was du gemacht hast. Aber wenn du nimmst diesen Modellbau als Entwurfstools, dann ist schon was anderes. Absolut, da muss man das auch genau unterscheiden, was man das will. Aber genau auch wieder zu erkennen, wo ist jetzt wirklich dann die digitale Methodik ein Game Changer? Wo kann ich da wirklich jetzt schneller, einfacher, interessantere, bessere, auch ressourcenschonendere Dinge bauen? Das findet man nicht raus, wenn man nie die Dinge anfasst und das ausprobiert. Und ich glaube, deswegen ist das wichtig, dass die Studierenden das exzessiv machen. Und natürlich nur dadurch, dass man viele Modelle baut, die irgendwie nur nach 15 so nach irgendeinem Schema bleiben, dadurch ist nicht unbedingt die Erkenntnis da garantiert. Aber wenn man da das mit so einem forscherischen Impuls angeht, ich
glaube, das ist extrem wichtig, dass wir das machen. Und da ist dann wirklich viel zu holen. Ja, ich habe noch ein Beispiel für euch. Das ist ein 3D-gedrucktes Element. Ich glaube, jeder kennt vielleicht einfach diese Muster, ganz einfach. Ja. Aber das ist ein Modell, die schaut einfach ganz einfach und man sagt, ja, langweiliges Modell. Aber wenn man nur einmal sieht, bekommt man etwas so, dass sie sich von sich selbst einfach selber kommt in meine dreidimensionale Modell. Und das ist etwas, was natürlich nur mit gewisse Material, 3D-Druckmaterial, die ein bisschen elastisch ist und die ganz geklugte Geometrie einfach gemacht ist, die ich kann sagen, mit anderen Materialien und anderen Werkzeugen vielleicht wird nicht überhaupt einfach machbar. Das ist gerade irgendwie eine Forschung einfach von uns, wo wir versuchen einfach mit interessanten Mustern wie einfach Oxetics-Figuren sowas zu machen. Und dann denke ich in diese Richtung dann, ein 3D-Modell kann wirklich eine super, super tolle Tool auch sein, von uns zu probieren und zu sehen, wie können wir diese vielleicht auf die anderen Materialien auch zu betragen. Und ich finde es schon wichtig, dass man versteht, dass das Modell einerseits dafür da ist, eine Form auszuprobieren und ein anderes Modell möglicherweise dafür da ist, auszuprobieren, ob die Statik funktioniert, also eine Simulation zu machen. Das sind alles unterschiedliche Arten von Modellen. Und ich glaube, der Modellbegriff, den muss man sehr differenziert betrachten, wenn man es jetzt ganz genau wissenschaftlich durcharbeiten wollte. Und da haben alle recht in dem, was Sie gesagt haben. Aber irgendwie schließt sich doch der Kreis. Ich meine, es gibt doch einhellige Meinungen es gibt verschiedene Wissenschaftler oder auch Architekten, Theoretiker, die darüber geschrieben haben, dass eigentlich das Bauwesen eine der wenigsten innovativsten Wirtschaftssektoren ist. Und daher kommt es doch, dass man eigentlich neue Strömungen, also einmal unsere digitalen Umbrüche, aber auch ein Umbruch in der Denkweise, wie wir mit Material umgehen, mit Ressourcen umgehen, dass das eigentlich weitestgehend in den Methoden, wie wir entwickeln, ausgeblendet wird. Da werden dann teilweise noch Methoden, also die Methodik bleibt eigentlich, die Entwurfsmethodik bleibt dieselbe, der Prozess bleibt derselbe und am Schluss macht man halt ein digitales Modell mit einem Lasercutter. Das ist jetzt die extreme Variante. Aber wir müssen doch diese neuen Werkzeuge, und egal, ob es jetzt digitale Fabrikationswerkzeuge sind oder ob es Code ist oder die Möglichkeit, eigene Programme zu schreiben, in den Dienst dieser neuen Ziele stellen. Also was ist da möglich mit dem Digitalen und wie können wir die großen Probleme unserer heutigen Zeit vielleicht damit lösen? Und dann kommen wir ja auf einen ganz anderen Pfad, weil wir nämlich dann wirklich Material verstehen müssen, digitale Prozesse verstehen müssen. Und dann kommt natürlich auch eine neue Architektur dabei raus.